Hey Kameramagier, ich habe mal wieder ein neues Free Transition Preset auf meine Webseite gegeben. Check's out. Es hat so viele geile Einstellungsmöglichkeiten. Und die gehen wir jetzt so durch. Die Installation ist natürlich wie immer easy. Einfach doppelt auf das DRFX-File drücken. Und DaVinci wird euch fragen, ob ihr das denn installieren wollt. Da klickt ihr auf Install. Und dann findet ihr es in eurer Effect Library unter Video Transition, wenn ihr nach MVS sucht oder ShapeWipe eingebt. Dann findet ihr die ShapeWipe Transition und könnt ihr draufziehen. Und was sie kann, ist ziemlich cool. Wenn ihr die Transition bearbeiten wollt, dann klickt ihr einfach drauf und guckt in euren Inspector, was da drin ist. Da haben wir erstmal die groben Controls für das Aussehen und dann für die Animation. Das hier ist einfach nur der Anim Curves Modifier, wo ihr eingeben könnt, soll das Ding am Ende ausgesmoothed werden, soll das am Anfang smooth reinkommen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch unter Custom eine eigene Form angeben und die Länge und die Schnelligkeit bestimmt sich natürlich hier über die Gesamtlänge der Transition. Okay, aber schauen wir doch mal an, was du alles am Aussehen drehen kannst. Du hast hier oben erstmal die Border Thickness, die bestimmt, wie dick deine Border am Ende sein soll. Und die Border Softness, die bestimmt, wie hart deine Kante sein soll. Die Shapes hier, die kannst du einstellen, indem du die Cell Shape umänderst, zum Beispiel in Hexagonal. Und damit haben wir einen schönen Vibe, der unser Bild in der Mitte teilt. Wenn du jetzt die Form der Transition allerdings beeinflussen willst, kannst du das natürlich auch noch tun. Und dazu dient der Gradient Type hier unten. Und damit du dir das besser vorstellen kannst, was du machst, kannst du hier Show Texture anklicken und damit siehst du deine Transition als Gradient Map. Bedeutet, das was schwarz ist das, was zuallererst angezeigt wird und das was weiß ist das, was am Ende zuletzt weggeht. Du siehst, schwarz war die Linie und das geht jetzt langsam nach außen. Okay, und wenn du das jetzt anpassen willst, dann klickst du hier einfach auf Show Texture und kannst zum Beispiel den Startpunkt an die Seite ziehen und damit kommt deine Transition einmal von der Seite rein und wipet quer über das gesamte Feld. Okay, und wenn du jetzt den Winkel anpassen willst, dann kannst du einfach nur den Y-Wert und die X-Werte von den zwei Punkten anpassen, so dass das quasi von oben links nach unten rechts geht und somit bestimmst du quasi den Winkel deiner Transition. Wenn du jetzt eine runde Form haben willst, dann kannst du das auch easy machen, indem du ganz einfach hier den Gradient Type von Reflect auf Radial stellst, hast du eine runde Form und wenn du das uniform haben willst, nimmst du einfach die Roughness runter und damit hast du einen schönen Gradient, der von der Mitte aus passiert. Und das sind die wichtigsten Einstellungen natürlich neben der Farbe, die du hier oben ändern kannst. Und wenn dir das Preset gefällt, dann drop mir doch mal ein Like und einen Kommentar rein. Und wenn du mehr gratis Presets haben willst, dann schau dir diese Playlist an. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.